Ja, hallo liebe Natur- und Pilzfreunde, hier mal wieder euer Paule mit einem neuen Video. Ja, wie ihr erkennen könnt, ich bin hier schon wieder unterwegs im Wald, ja, in der Natur. Und ja, es wurde jetzt auch mal ein bisschen Zeit. Ja, ich habe es auch ein bisschen stressig gehabt, psychisch auch ein bisschen angespannt gewesen. Und da gibt es ja nichts Besseres wie raus in die Natur. Kann ich jetzt auch jedem empfehlen, der aufgrund anderer Probleme, die wir ja zurzeit so ein bisschen haben, hier ein bisschen belastet ist, raus in die Natur. Erfreut euch einfach ein bisschen an der Stille, an der Ruhe. Kann man auch gut nachdenken, ja. Und wenn ich Glück habe, finde ich heute vielleicht sogar was. Also ich denke jetzt mal, der Bärlauch müsste eigentlich auch jetzt endlich mal bei uns in der Alpenregion hervorspitzeln. Und ich mache mich jetzt auf in ein Gebiet, wo der eben jedes Jahr eigentlich ganz gut zu finden ist. Und wenn ich ganz viel Glück habe, ihr Tüpfelchen, wären dann natürlich nur, wenn ich noch ein paar Morcheln finden würde. Damit rechne ich jetzt ehrlich gesagt allerdings nicht, aber vielleicht habe ich ja ganz viel Glück. Und man kann auch diese heute erblicken und ansonsten lasse ich mich überraschen, welche Schönheiten die Natur sonst noch zu bieten hat. Warte jetzt noch ein bisschen drauf, dass die Sonne schön rauskommt, aber denk mal, das kriegen wir hin. Viel Spaß mit dem Video. Nun gut, Leute, also ich bin jetzt hier angekommen in diesem Waldstück, wo der Bärlauch eigentlich jedes Jahr ausgezeichnet wächst. Und ich habe mich hier auch nicht geirrt. Also man sieht hier überall, wenn man mal so ein bisschen hier mit der Kamera über den Waldboden fliegen. Wir kommen also überall junge Bärlauchplänzchen hervor. Ja, also aufgrund der Höhe, hier sind wir jetzt so auf circa 750, 800 Metern. Natürlich alles etwas später. Aber man sieht, es tut sich was und das freut mich natürlich auch riesig. Denn auch die Gerüche hier, dieser Knoblauchgeruch, oh, den der Bärlauch verströmt, das ist einfach auch so ein typischer Frühlingsanzeiger, ja, so ein richtiger Vorbote, dass jetzt alles erblüht und erwacht. Und ich werde dann noch ein extra Video machen, wo ich den Bärlauch noch ganz genau erkläre, weil die Pflanze auch ein bisschen unterschätzt wird. Also mit der kann man wesentlich mehr machen, als sie nur zum Kochen verwenden. Hat also auch Heilstoffe drin und ja, einfach eine Pflanze, die man, wie gesagt, etwas unterschätzt und die man früher vor allem, also ich weiß das noch von meiner Oma, wirklich gesammelt hat, massenweise, was man ja jetzt auch nicht mehr so darf. Ja, teilweise gibt es da ja Sammelbeschränkungen für den Bärlauch, aber früher ist die Pflanze einfach wesentlich mehr genutzt worden, ja, von der Salbenherstellung, ja, bis zum Gewürz, zum Kochen. Und für bestimmte oder gegen bestimmte Krankheiten. Also hier wird es dann nochmal ein ausführliches Video speziell über den Bärlauch geben. Einfach nur schön, dass es jetzt hier anfängt, ja, dass diese grünen Blättchen hier aus dem Boden spitzeln. Und ja, ich denke mal, in der Woche schaut es dann schon ganz anders aus. Da wird hier wahrscheinlich wieder überall ein grüner Teppich zu finden sein, bestehend aus Bärlauch. Ja, an dieser Stelle haben wir jetzt nochmal eine ganz schön lange, ja, relativ mächtige Fichte, die sich hier längs über dieses ausgetrocknete Flussbett gelegt hat. Ja, hier immer noch Auswirkungen vom Sturmtief Sabine. Habe ich ja im letzten Frühlingsvideo auch schon drüber gesprochen, dass man hier auch nach wie vor ein bisschen aufpassen muss im Wald, ja. Dass hier nicht nur irgendwelche Bäume nachgeben, erst später fallen sozusagen. Ja, und jetzt wollte ich hier hinten mal zu einer Stelle noch schauen und ich glaube, da schaut es auch ganz gut aus, wo ich eigentlich jedes Jahr ein paar Judasohren, ein paar Muerpilze entdecken kann. Moment, das kleine Klettereinlage hier. Schauen wir mal davor. Ja, genau, also es wird zwar auch immer weniger, weil der Baum inzwischen ja wirklich ziemlich abgestorben ist, aber man sieht also hier noch Fruchtkörper vom Judasohr, den Judasohren, den Moerpilzen. Und die habe ich ja schon mal ausführlich vorgestellt. Könnt ihr ja hier mal schnell den Videovorschlag beachten, beziehungsweise auch ein Kochrezept vorgestellt. Und die sind jetzt hier ein bisschen eingetrocknet, weil einfach die Feuchtigkeit fehlt. Sobald es dann wieder nass wird, zum Regnen anfängt, gehen die also dann wieder richtig auf und bekommen dann diese typische Ohrform. Ja, heute nehme ich hier allerdings keine mit.
Nun, liebe Naturfreunde, also das hier ist wirklich auch ein schönes Bild. Hier finde ich jetzt die ersten wunderschönen Buschwindröschen, ja, die ihre bezaubernden Blüten hier wirklich mächtig Richtung Sonnenschein recken. Ja, das Buschwindröschen, auch genannt Hexenblume, also auch ein absoluter Frühlingsanzeiger, ja. Auch für die Pilzfreunde unter euch ein guter Morchelanzeiger. Also es kommt oft vor, dass in Morchelgebieten, dass dort auch das Buschwindröschen wächst. Ja, es sind zwar eigentlich alle Bestandteile hiervon giftig, also jetzt nicht wirklich zum Verzehr oder Ähnlichem zu gebrauchen, aber ist da einfach ein wunderschöner Hingucker, jedes Jahr wieder aufs Neue. Die Buschwindröschen, die sagen, hallo Frühling, ich bin da. Sehr schön. Ja, wie man sieht, die ersten Bienen sind hier auch schon emsig unterwegs, ja, versuchen hier so den ersten Nektar zu ergattern. Und wo wir gerade bei den Morchelanzeigern waren, also hier kommen jetzt auch die ersten Exemplare vom rötlichen Schuppenwurz und gehört unter anderem eben auch zu den Anzeigern für Gebiete, in denen öfter dann die Morcheln hervorkommen. Zusammen mit Buschwindröschen dann natürlich etwas verstärkt. Ja, und diese Freundin, wie gesagt, die ist hier eifrig auf der Suche nach Nektar. Ja, auch hier an diesem alten Holundergehölz lassen sich noch einige Judasohren finden. Wie vorher schon gesagt, etwas eingetrocknet aufgrund der mangelnden Feuchtigkeit zurzeit. Ja, und wie auch vorher schon erwähnt, werden die bei mir heute alle hier bleiben. Ich habe hier auch noch einen getrockneten Vorrat. Also das reicht mir noch für 2-3 Mahlzeiten. Und ihr wisst ja, ich nehme immer nur das mit, was ich wirklich gebrauchen kann. Ja, hier am Rande dieses kleinen ausgetrockneten Bächleins schießt mir jetzt so ein richtig sattes Grün ins Auge. Und schaut mir fast ein bisschen aus wie die Blätter vom Mangold. Vielleicht ist ja hier unter euch zu sehr ein Gemüse- oder Gartenfreak dabei, der mir hier vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Ich werde jetzt hier auch nicht anfangen, irgendwelche oder nach irgendwelchen Stielen oder rübenartigen Fortsätzen hier zu graben. Wäre natürlich interessant, ja, wenn der jetzt hier einfach so wild wachsen würde. Mangold wäre ja eigentlich eine gesunde Pflanze, ja, mit der man auch viel machen kann, ja, die vor allem früher im Krieg oft zum Einsatz kam, ja, oder in schlechten Zeiten einfach, weil sie viele Vitamine und Mineralstoffe enthält, aber wie gesagt, keine Gewähr, ja, wie für alle Sachen, die ich ja hier im Film zeige, ja, anhand von Bildern ist das ja immer ein bisschen schwierig zu bestimmen, aber würde mich echt interessieren, vielleicht kennt sich hier einer etwas besser aus, ob es sich hier um Mangold handelt, der sich hier auch wundervoll von der Sonne bescheinen lässt. Ja, Freunde, und hier haben wir jetzt Paules heimliches Waldversteck, Paules Unterschlupf, nein. Also hier scheinen, oh, sogar hier, schöne Holztreppe nach unten. Hier scheinen irgendwelche Kinder, denke ich mal, sich so ein Lager aufgebaut zu haben. Und das erinnert mich gerade wahnsinnig an früher, ja, das haben wir natürlich auch gemacht. Ja, hier irgendwelche Lager, Unterstände, Baumhäuser, irgendwas
im Wald zusammengeschustert, ja, und ja, Feuerstelle sogar. Also es ist hier alles gut durchdacht, ja. Kleine Brücke über den Fluss, gut, gerade eh ausgetrocknet, aber ich finde es immer wieder herrlich, ja, wenn auch die Kinder natürlich sich draußen in der Natur bewegen, ja, hier spielen, die Natur kennenlernen. Ich muss hier gerade auch wirklich sagen, dass ich jetzt nicht erkennen kann, dass hier irgendwelche frischen Bäume umgelegt wurden extra oder so. Also es scheint hier alles Bruchholz zu sein. Ja, also wirklich toll, wenn Kinder in der Natur draußen nur ihren Spaß haben, statt nur vor Computer und Playstation. Nun, hier an diesem Baumstumpf ist alles voller Trameten. Ja, ich denke mal in dem Fall die Buckeltrameten. Und auch sehr schön, wie die hier in der Sonne strahlen. Ja. Vor allem hier kann man auch ganz gut sehen, ja, einer der Baumpilze, die dann auch so einen relativ starken Algenbefall bekommen. Also das ist hier dann schon fast so moosgrün von den Algen befallen. Ja, und auch wenn jetzt nicht für Speisezwecke zu gebrauchen, doch auch immer mal wieder ein guter Hingucker, ein toller Hingucker, die schönen Formen der Trameten hier zu bewundern. Ja, und auch diverse Krokusse sind jetzt natürlich überall am Start, ja. Und exemplarisch habe ich jetzt hier mal dieses schöne Blümlein hier genommen, das hier so farbenfroh mitten auf dieser tristen grauen Kiesfläche steht, ja, und sagt, hier habt ihr was Schönes, Buntes, schaut mich an, erfreut euch. Nun, an diesem Baumstamm hier, an diesem Totbaum sozusagen, da finde ich jetzt hier nur ganz süße, putzige Pilzfreunde. Ja, hier mal als Vergleich der Finger. Also, da kann ich jetzt auch gar nicht genau sagen auf Anhieb, was das hier ist. Sind auch noch viel zu klein. Ja, sozusagen die Säuglingsstation hier auf diesem moosbewachsenen Baumstumpf. Ja, auch ganz nett. Nun gut, liebe Zuseher, also ich werde jetzt hier an dieser Stelle meinen Spaziergang, meine Naturwanderung für heute beenden. Ja, wie ich anfangs schon prophezeit hatte, ist leider mit den Morchelfunden noch nichts geworden, aber ich denke mal, wenn es jetzt nochmal richtig regnet, ja, der Boden sich nochmal schön durchfeuchtet, dann kann das Anfang bis spätestens Mitte April durchaus was werden. Ja, dafür habe ich gesehen, ja, dass der Bärlauch schön kommt und da freue ich mich vielleicht nächste Woche oder so in eineinhalb Wochen hier auch mal schön was mitzunehmen für die Küche. Ansonsten war es wirklich ein wunderschöner Tag. Ja, wir hatten heute so 16, 17 Grad Mitte März. Also da kann man sich ja auch wirklich nicht beschweren. Man sieht, wie der Lebenssaft in die Pflanzen, ja, in die Natur jetzt reinschießt. Alles erblüht und wächst. Und von dem her, wie gesagt, bin ich jetzt auch wieder etwas besser drauf. Ja, mein Gemüt, meine Seele sozusagen wieder etwas beruhigt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie die Natur einem Kraft gibt. Also geht raus, habt Spaß in der Natur. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hier Daumen nach oben. Empfehlt es gerne an Freunde und Bekannte, bitte teilen. Und ja, ansonsten, wer noch nicht abonniert hat, gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao, tschüss, pfiat's euch, euer Paule.